Willkommen hier auch zum Auftakt der Europa League am Donnerstag. Ja, wir legen mit Mainz los. Gestern, vorgestern gab es bei uns schon die Champions League, die Europa League, der vorletzte Wettbewerb, den wir hier beginnen. Dann steht ja nur noch der DFB-Pokal aus. Ansonsten haben wir hier alles schon gestartet und ihr wisst, pro Wettbewerb gibt es unseren Counter. Das bedeutet, auch jetzt geht es hier wieder bei Null los. Alle Europa-League-Spiele werden nun gewertet. Ich bin gespannt, wer hier die ersten Zähler in welchen Bereichen sammelt. Gegen... mein Gegenspieler ist ja wohl klar. Das ist Mucke. Genau. Und du hast jetzt wieder einen kleinen Lauf angefangen. Der muss direkt wieder gestoppt werden. Ja. Und Mainz... Nein. Doch, ja, ganz klar, ja. Wenn du mir schon zustimmst, dann bitte richtig, ja. Ja, Mainz wieder in der Europa League will natürlich jetzt die ersten Punkte sich holen gegen St. Etienne. Das wird aber keine leichte Aufgabe. Nee. Baumgartlinger. Oh, boah, schade. Und weg. Aus dem Stadion geflogen. Denkt an das Tippspiel, ne? Was vermutet ihr? Wie geht unser FIFA-Match hier aus? Wie geht das reale Match aus? Ein R für Real, ein F für FIFA. Und alle, die einen Kommentar schreiben und mittippen werden, hier beim nächsten Gruppenspiel der Europa League im Video erwähnt. Und wer dann die meisten Tipps richtig hat, der wird unser Tippkönig. Genau. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch immer interessant für uns zu sehen, wie gut könnt ihr die realen Mannschaften einschätzen und wem drückt ihr hier mehr die Daumen oder wem traut ihr es einfach mehr zu, hier bei FIFA zu gewinnen. Ja, weil man muss momentan sagen, in unserer Leistungsdichte von uns beiden jetzt gesehen, ist es sehr eng geworden. Ja. Also es kommt jetzt keiner mehr bis jetzt auf ein, zwei Mal so richtig von den Toren her davon. Es ist immer sehr hart umkämpft, sehr spannend, sehr eng. Also man kann nie voraussagen, wer hier gewinnt. Man muss sogar auch sagen, es ist insgesamt auch fairer geworden. Also gar nicht mehr so viele rote Karten. Nee, das stimmt. Meine Güte. Nee, also eine rote Karte kann ich mich schon lange nicht mehr dran erinnern. Das ist schon ein bisschen her. Junge, der sollte auf dem Kasten und nicht da hinten zum Zuschauer. Haben wir den? Ist das unser? Nee. Jetzt. Jedoch. Erstmal offensiver stellen. Ja, Tom braucht seine Offensive. Ohne seine Offensive läuft hier nichts. Ja. Schönes Pressing. Ah, Mist. Und wieder alle Mann davor, alle Mann rauf. Oh. Und treffen bitte. Ui. Und auch noch gefährlich. Da hebt er nochmal den Fuß und sagt, nee, der hätte drin sein müssen. Super Pass. Ah, komm weit. Oh, Freunde, also den müsst ihr aber haben. Erstmal geklärt. Alter. Ganz stark, ganz stark. Gehen wir halt noch ein Stückchen weiter zurück, ist auch egal. Hauptsache, wir haben den Ball noch. Und wieder rauf. Ah, Mucke muss hinten rumspielen. Ja. Das Pressing von St. Etienne läuft gar nicht mal so schlecht. Oh, so eine Scheißannahme. Das wurde mal wieder irgendwo Vorteil gepfiffen. Ja. Ich konnte gerade in dem Moment... Alter, hör auf zu ziehen. Ich konnte gerade in dem Moment nicht erkennen, wo genau das Foul gewesen ist. Oder kriegt man Angst? Nein. Oh, da musst du ran, Junge. Oh, genau so. Das war ganz schlecht. Big Bang. Wo ist der Ball? Oh, Mann. Das ist ganz schlecht, wenn du den Ball nicht mehr siehst. Ja, eben gerade wusste ich nicht, wo der hingeht. Wo mein Spieler ist. Boah. Jetzt. Ist das umkämpft? Ja. Ah, Mainz. Drin! Da führt Mainz 1:0 gegen St. Etienne. Zu Hause will man natürlich vorlegen und das schafft Mainz aktuell.
Super, aber das war auch wirklich spitzer Winkel. Er hätte auch genau da so da hinten bis zur Eckfahne fliegen können. Gott sei Dank ist er reingegangen. Das tut weh. Das tut weh. Ja, vor allem, weil du gut am Pressen warst. Gut früh gestört. Pack Joe. Bell. Oh, da sehen wir es. Etienne drückt und drückt. Stören sehr früh und stehen auch goldrichtig. Aber das Passspiel ist aktuell einfach zu schlecht. Wir verlieren viel zu leicht den Ball, können so keinen Druck aufbauen. Es ist auch schon wieder so ein Problem, ich verliere ihn zu schnell. Ja. Nur, wenn jetzt Ballbesitz eingeblendet werden würde, hättest du garantiert wieder so 10% mehr. Ja, wie soll man ohne Ball wirklich gefährlich werden? Das geht ja gar nicht. Genau. Boah. Und schon wieder verloren. Aber noch Glück. Glück. Ja. Oh, schön. Dann nun vielleicht. Schön, mal. Schön. Wow, ja, gut gesehen. Ja. Nein. Kämpfen. Boah, gut. Oh. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Oh, was für ein Pass. Traumhaft. Aber da hat er sich ja gehalten. Ja. Aber der Pass, ich weiß gar nicht, wie ich den gemacht habe. Ja, ich bin... Oh, was war das denn? Chance für St. Etienne. Ja. Nein. Nee. Ja, das muss es den Freistoß geben. Ja, also wirklich. Das muss sein. Kann natürlich gefährlich werden. Oh. Da war er noch dran. Aber es gibt einen Wurf für Etienne. Ja. Oh ja. Oh ja, wieder weggefaustet. Oh, da fällt er hin. Oh, wieder! Oh. Drei Paraden innerhalb so kurzer Zeit. Jetzt läuft's hier zum Ende des ersten Durchgangs. Und wieder eine Parade. Jetzt schießt er warm. Jetzt schießt ein Köpfchen warm. Jetzt geht da nichts mehr. Randa. Asuikoto. Jetzt ja wie so Schokolade. Sehr schön. Ein gut. Bisschen dicht. Wieder nur 2 Minuten nach Spielzeit. Was ist denn da los? Und das war's auch schon. Das ging schnell. Die erste Halbzeit endet und es steht 1:0 für Mainz. Also, wir sehen hier ja die Druckphase am Ende. Ne? Da waren wir knapp immer, also sehr dicht am Ausgleich. Mainz führt 1:0. Ballbesitz, ja, hat genau wie angesprochen, über 10% mittlerweile hat Mainz da mehr. Mehr Zweikämpfe, Faust ausgeglichen. Ich habe eine gelbe Karte. 22 Ecken, Schussgenauigkeit bin ich bei 100%. Das ja. Macht... Ja, weil man sieht, Mut. Ja, weil die 4 Schüsse, die du abgegeben hast, auch alle aufs Tor geflogen sind. Ja, Passgenauigkeit, ja, Schussgenauigkeit bei dir 80% schöner Werten, Passgenauigkeit bei uns beiden sehr hoch. Das ist natürlich auch gut. Genau, so kann es gerne weitergehen. Ja, es fehlen nur noch die Tore. Ja, die werden kommen, aber nicht auf deiner Seite. Na doch. Nein. Du, ich habe ein Kind, ich kann das den ganzen Tag machen. Also, der erste Durchgang endete gut. Ich hoffe, wir können daran anknüpfen. Kriegen jetzt auf jeden Fall einen Freistoß. Sehr schön. Hä? Oh. Jetzt dachte ich schon. Ich so, warum bewegt denn der? Der hat das schon gesehen. Der brauchte da. Der wusste ganz genau, der Karius. Da muss nichts gemacht werden. Ja. Kann mir weiter eine Nase bohren. Habe hier sowieso nichts zu tun. Hahaha. Hat nichts zu tun, das sehe ich ja anders. Ja, ich muss dich doch irgendwie, ne, Psychospielchen, kennst mich doch. Ja. Oh, der war abgefälscht. Ja, Mist. War dann doch zu weit weg. Aber wir kriegen den noch. Boah. Das war knapp. Ja, okay, wir knüpfen daran an, das gefällt mir schon mal. Wir liegen auch hinten. Wir müssen natürlich hier Druck ausüben. Ganz klar. Der ist zu weit vorgesprungen. Auf wieder. Oh, das war clever. Schön durchgelassen. Ja. Er ist noch. Ah. Wow. Ganz stark. Gutes Auge. Oh Mist, ey. Komm, aufpassen.
Weiter, weiter, weiter. Weg. Oh, fällt der rückwärts hin. Oh, nee, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Ecke. Abgefälscht, Ecke. Jetzt kommt Mainz hier wieder. Oh, alter Schwede. Spannend. Haben sich genug ausgeruht hier. Okay, gut dazwischen. Hä? Wo ist der Ball? Rauf, rauf, rauf. Genau, schön pressen. Ah. Ganz stark. So, jetzt haben wir die Chance. Jetzt haben wir die Möglichkeit hier. Sehr gut gesehen, super Pass. Und dann gestört. Ganz stark. Aber wirklich gemacht. Im letzten Moment. Aber vielleicht mal eine Ecke rein, hä? Nein. Ja, die war dann wieder zu dicht. Boah, super gestört. Ja. Ich habe echt gedacht, ich lege den. Was war das denn? Oh Mann, ey. Ja, macht weiter. Was steht ihr denn da rum? Nicht ärgern. Wir liegen hinten. Ja, aber ehrlich. Ah, nee. Das, da muss man denn noch ein, zwei Schritte weitermachen. Ja, hallo. Wie viele hier? Zeitspiel wird schon angezeigt. Ja, das wird auch bestraft hier gleich mal. Die Karius, ich habe Karius im Tor. Oh. Mucke geht's zu gut. Ja. Wow. Aber Mucke spielt jetzt auch nicht schlecht. Ah, sehr gut. Aber schönes Pressing immer noch von den, ja, Gästen. Die wollen sich belohnen für den Einsatz, ganz klar. Oh, der ist aber schnell. Auf Speed. Wow. Ja. Das wird nicht gefühlt. Doch. Doch, ich dachte schon. Meine Güte. Das ist natürlich jetzt schwach gewesen. Und das war schwach geschossen. Da war mehr drin. Ja. Riesenmöglichkeit. Oh, jetzt muss er sich da alleine durchboxen. Das kann nicht gut gehen. Wie man nur sieht, wie er versucht, hier den Ball wegzugrätschen. Abseits. Ja. Oder? Oder? Ich glaube schon. Ist ja auch Latte. Ich habe den Ball, das zählt. Ja. Nein! Jetzt! Jetzt nachträglich abseits pfeifen! Das hat er gesehen. Also ich wäre, glaube ich, gesprungen als Torhüter. Ja. 10 Minuten laufen. Oh, nee. Den Fehler habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Oh, dran. Und dann weg. Scheiße. Boah, alter Schwede. Aber es ist immer noch sehr spannend. Ja, na klar. Mainz führt nur 1-0. Also Mainz, mach den Deckel zu. Nee. Ja, super gesehen. Ich auch. Das habe ich geahnt. So, für wen? Ja, jetzt habe ich dich gefoult. Und die nächste gelbe. Karte. Na, was heißt die nächste? Es war im zweiten Durchgang sehr fair. Ja. Da gab es doch gar keine Karte. Oh. Oh! Ey! Oh, und dann schon wieder so ein Scheiß. Nein, nicht schießen! Boah! Ich hab doch gesagt, nicht schießen, ich hab doch. Oh! Da. Okay. Die letzten Kräfte hier mobilisieren. Nö, ich mach nix. Kurz überlegt, aber doch nix. Es läuft gut für Mainz. Ja, komm, jetzt gib Gummi hier. Dreifachwechsel hier. Ja. Können Sie das noch aus...
Nein, es ist meiner. Die Franzosen wollen hier was mitnehmen. Nur 3 Minuten. Oh, die Nachspielzeit lässt uns so ein bisschen im Stich. Das ist sehr wenig. Oh. Das war gut gemacht, aber nicht genutzt. Ah, das jetzt ist natürlich kein Abseits. Maupai, Maupai, Maupai. Er rennt, er rennt. Oh. Das war ein ganz sicheres Ding. Niederlechner, Niederlechner. Nein. Das Spiel ist vorbei. Oh, ey, wir hätten mindestens einen Punkt hier holen können. Ja, ja, so ist das nun mal. Oh, scheiße. 1:0 verloren, das tut weh. Aber für Mainz, super Start in die Europa League. Die ersten 3 Punkte, da sind sie schon. Sie tun so, als hätten sie den Pokal schon gewonnen, haben einen eigenen gebaut. Und freuen sich wie ein Schnitzel. Wir schauen auf die Werte. Ja, ich habe tatsächlich mehr Schüsse gehabt, Schüsse aufs Tor ausgeglichen. Im Ballbesitz war ich schlechter, aber von wurde sogar noch deutlicher. Von den Chancen her muss man sagen, da war viel mehr drin. Ja. 2 Kämpfe, da liegst du vorne, Fouls auch. Ich habe 2 gelbe Karten bekommen, Ecken 3:3, Schussgenauigkeit bist du besser, Passgenauigkeit ebenfalls. Also ein Unentschieden war auf jeden Fall drin. Wir konnten uns nicht belohnen. Schade. Aber nachher gibt es dann auch die Partie von Schalke. Ich werde auf jeden Fall Schalke zocken. Und Mucke Nizza. Und ja, da lassen wir uns mal überraschen, wie das, wer da die Tore macht. Ich. Nein, nein. Also, wir sehen uns nachher. Tschüss. Tschüss.